Eigentlich ist in der heutigen Welt kaum noch Platz für Märchen. Wie schön, dass Prinz Harry und seine ausgewählte Meghan Markle uns allen aktuell das Gegenteil beweisen. Besonders die Amerikanerin Meghan schreibt gerade Geschichte, denn bei der letzten bedeutenden Hochzeit eines Royals dieser Generation wird mit Prinz Harrys strahlender Braut erstmalig eine Geschiedene mit teils afroamerikanischen Wurzeln in die britische Königsfamilie einheiraten. Dieser Bund fürs Leben hat sogar den Segen ihrer Majestät, der Queen, und wird der Monarchie zu mehr Volksnähe und damit zu einer umso wichtigeren Rolle in unserer heutigen, so schnelllebigen Welt verhelfen. Ihre Popularität ist bereits jetzt riesig. Seit Wochen wird kein Name öfter gegoogelt als der von Meghan Markle. Ständig ist ihr Gesicht auf den Titelseiten der Yellow Press zu sehen. Und auch ihre Vergangenheit als Schauspielerin sorgt noch immer für Schlagzeilen. Kein Wunder, die künftige Herzogin hat Rollen gespielt, in denen sie Kokain schnupft, Hausfrauen die Kunst des Striptease beibringt und Sex in einem Lagerraum hat. In mehreren Staffeln von Suits trat sie so oft halbnackt auf, dass sie sich beschwerte, die Drehbuchschreiber würden ihr solche Szenen offenbar extra auf den Leib schreiben. Über ihre Schauspielkarriere hinaus hat Meghan sich längst als Stilikone, Feministin und Menschenrechtlerin einen Namen gemacht. Sie ist also gut gerüstet für die Rolle der neuen Prinzessin der Herzen, auch wenn sie sich in einem Punkt erheblich von ihrer Vorgängerin Lady Di unterscheidet. Meghan verfügt über ein inneres Gleichgewicht und eine Selbstsicherheit, um die Diana zumindest in ihrer Anfangszeit als Mitglied der königlichen Familie kämpfen musste. Meghan ist eine Frau, die Kameras gewohnt ist und keine, die davor flieht. Abgesehen davon kann sich Meghan auf einen Stammbaum berufen, in dem sich Sklaven und Könige, Bedienstete und Schwertkämpfer finden. Die Geschichte ihrer Familie ist bemerkenswert.